deutschen Figurentheaterkonferenz. Ich möchte gerne, dass ihr eine Figur baut, die einen Schwerpunkt hat und aus einem flexiblen Material besteht, das die Bewegung weiterführt. Das heißt, es geht nur darum, ihr sucht eine Feder aus, mit der ihr arbeiten möchtet. Und dann gibt es hier so verschiedene Muttern und Unterlegscheiben. Und mit denen könnt ihr probieren, wie schwer soll die da sein. Und dann das Ganze ins Gleichgewicht hängen, um damit zu probieren. Ich würde gerne eine ganz kleine Improvisation anschließen, um auch mal auszuprobieren, wie ist es, wenn Objekte am Faden mit einem Mensch zusammenspielen. Das hat was von Gedanken. Das ist die große Angst. Wenig zu machen. Ich bin im Ohr. Super, vielen Dank. Aber wenn es eigentlich wie so eine Rüstung ist, dann ist es eigentlich so. Das ist dann ohne Text, ohne Geräusch, das alles nur mit Bewegung, mit Sino. Das Beste ist, dass ein spielt mit Sino, das eine ist der Puppenspieler, die Sino bedient, und die andere ist der Schauspieler. Dann gibt es viel Möglichkeit, um die Szene zu spielen. Und als du das machst, dann musst du gleich wieder zurück nach der originalen Platz. Okay. Was ist eine Hexe? Okay. Das war sehr schön, diese Bewegung, die ganz unter geht am die Bau. Was ich sehe im Bild ist, die Kinder sind so und die Hexe ist hier. Ich muss als Publikum weisen, dann schnell, was der Status ist von den Charakters. Ich denke auch immer in Bildern. Gelenk. Da hat es ganz viel Ausdruck, finde ich. Da muss das Ding von einem Platz auf den anderen setzen. Was an sich auch spielerisch ganz schön ist für die Figur. Ganz toll bei ihrem Objekt, dieser Schwerpunkt. Und das kann dann auch wieder zur Seite verschwinden, dann ist die Bühne wieder leer und dann ziehen wir die, die schon aufgebaut ist, hinter dem Vorhang, ein Stück nach vorne. Mhm. Und sie macht sozusagen den Abschluss. Okay. Ich fühle, dass die Puppe selbstständig agieren kann, aber ich habe auch gesehen, dass es einen großen Unterschied macht, ob man ihr die Zeit dafür lässt, die Blicke zu setzen und die Pausen zu nehmen. Mhm. The breath, the breathing in, is the little movement he makes before he opens his mouth.
jetzt mal ein bisschen so. Ja? Ich verstehe diese Diskussion, Puppenfiguren, Theater. Was genau ist damit gemeint? Puppe reicht mir nicht. Das macht das, was ich mache, klein. Weil es das einschließt. Nein, keiner soll gucken. Puppe ist zu eng, Figur ist zu eng, Objekt ist zu eng. Aber ich glaube, Theater ist immer irgendwie interdisziplinär. Insofern müsste man, glaube ich, eher von einem Mischverhältnis sprechen. Also statt über diese Abgrenzung, diese Grenzen dieser Sache, also unseres Theaters, über die Möglichkeiten zu sprechen und zu gucken, was, also worin vereinen wir uns denn aber dann alle? Rocco dello specchio della Santa Madonna Madonissima e Santissima. Thank you.